Willkommen bei Sinnlo 24, der Tag mit den Meldungen vom 2. Juli. Von Mittwoch zu Donnerstag gab es brandenburgweit 11 neue Covid-19-Fälle. Damit sind insgesamt 3.470 Erkrankungen statistisch erfasst. Zudem ist ein weiterer Patient verstorben. Aktiv erkrankt sind ca. 120 Personen. 18 davon liegen auf einer Intensivstation. In Brandenburg gelten ca. 3.180 Menschen als genesen. Im Landkreis OSL gab es in den letzten 24 Stunden keine Neuerkrankung. Bei der BASF Schwarzheide haben am Dienstag 13 Auszubildende ihre Facharbeiterzeugnisse erhalten. Damit hätten die Auslernenden einen wichtigen Grundstein für ihre Zukunft gelegt, so Ausbildungsleiter Karl-Georg Zipp. 12 frischgebackene Facharbeiter unterzeichneten bereits ihre Arbeitsverträge mit der BASF. Im Rahmen der Talentoffensive Produktionsstandort werden sie in den kommenden 3 Jahren weiterqualifiziert. Im kommenden September beginnen dann rund 40 Schulabgänger ihre Berufsausbildung bei der BASF in Schwarzheide. Die nächste Ausbildungsmesse des regionalen Wachstumskerns Westlausitz findet erst im Februar 2021 statt. Bisher präsentierten sich die Aussteller ihren zukünftigen Azubis bereits im Herbst. Die RWK-Ausbildungsmesse sei überregional eine der wichtigsten Veranstaltungen zur Berufsorientierung, so die Organisatoren. Unternehmen und Arbeitgeber aus der gesamten Region stellen sich vor und informieren über ihre beruflichen Angebote. Auch duale Studiengänge werden angeboten. Erwartet werden mehr als 100 Aussteller am 13. Februar 2021 in der Senftenberger Niederlausitzhalle. Am Klinikum Niederlausitz haben 15 Nachwuchspflegekräfte noch vor der Prüfung ihre Arbeitsverträge in der Tasche. Die Schüler könnten sich jetzt ganz auf die Prüfungen konzentrieren, den Sommer genießen und sich unbesorgt auf den Berufseinstieg freuen, meint Denise Hausdorf, die Pflegedirektorin des Klinikums Niederlausitz. Außerdem nimmt das Klinikum Bewerbungen für 2021 entgegen. Ausbildungsstart im Pflegebereich ist im April und im Oktober 2021. Zukünftige Fachinformatiker, Elektroniker oder Gebäudereiniger beginnen bereits im kommenden September. Das DRK-Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen ist von Klettwitz nach Senftenberg gezogen. Zu Hause ist die Einrichtung jetzt in der Bahnhofstraße 22. Dort reichen die Angebote von handwerklichen Möglichkeiten oder Kochen bis hin zum Gedächtnistraining. Das DRK-Tageszentrum bietet Platz für 12 Gäste. Es richtet sich an Menschen mit einer Behinderung, die nicht selbstständig in der Lage sind, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, so das DRK. Ab dem 5. Juli gilt in Brandenburg wieder das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKWs. Darauf weist das Verkehrsministerium hin. Bereits am Sonnabend tritt das übliche Samstagsfahrverbot der Ferienreiseverordnung in Kraft. Zum Abschluss noch der Polizeibericht. In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in Senftenberg 2 mutmaßliche Graffiti-Sprayer gestellt. Die beiden 21-Jährigen wurden in der Briesker Straße kontrolliert. In ihrem PKW fanden Beamte Spraydosen mit frischen Farbrückständen. Die Tatverdächtigen sollten zuvor Stromkästen besprüht haben. In Lochheimer Mitte hat ein Autofahrer beim Ausparken eine Laterne in der Max-Bär-Straße übersehen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von über 1.000 Euro. Das waren die Meldungen vom Tag und jetzt gibt es das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Auch in den kommenden 3 Tagen bleibt uns das wechselhafte Wetter erhalten. Schauer und Gewitter sind ebenfalls möglich. Freitag bleibt es trocken und die Tagestemperaturen erreichen 26 Grad. Am Samstag bestimmt die Sonne das Wettergeschehen bei höchstens 29 Grad. Sonntag wird es bedeckt und windig bei 25 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.